Auf das heutige Video habe ich mich persönlich sehr, sehr gefreut. Und das wird man mir auch anmerken. Ihr seid also vorgewarnt. Heute packen wir eine Drohne aus. Und ja, es ist emotional. Jetzt aber mal Schluss mit dem Rumgekreische. Das hier ist der Koffer, der im Lieferumfang kommt. Und ja, ich freue mich immer noch. Und ich würde sagen, dieses Ding, das ist so cool, das packen wir mal, weil es einfach fast Weihnachten ist, weihnachtlich aus. Wie wär's? Ja, es ist sehr viel Papierkram in der Packung, aber außerdem haben wir da auch noch Rotoren und Ersatzrotoren, Zubehör, die Drohne selbst, zwei Akkus, die jeweils 20 Minuten reichen, ein Ladegerät für eben diese, was sich aus mehreren Teilen zusammensetzt, ein Autoladegerät und Ladegeräte für die Fernbedienung, die wir hier jetzt auch vor uns haben, nebst einem Gimbal, mit dem man dann Handheld-Shots machen kann. Jetzt aber mal kurz zum Zubehör, denn da haben wir relativ viel in der Packung. Und ich weiß gar nicht genau, für was das alles gut ist. Ich weiß nur, dass, wenn man mal was brauchen sollte, wirklich alles mit dabei ist. Und ich habe bisher wirklich nur zwei Sachen davon gebraucht und ja, den Koffer kann man sogar abschließen. Die Fernbedienung, die hat einen Bildschirm, das ist natürlich total cool. Und die Fernbedienung hat auf jeden Fall griffige, wenn nicht vielleicht sogar etwas zu griffige Knüppel, mit denen man dann diese Drohne lenken kann. Und hier ist sie auch, in voller Pracht, auf der Vorderseite. Mit der Kamera, was natürlich irgendwie auch der Star der Show ist, denn sie kann 4K-Videos bei 30 Bildern oder 1080p-Videos bei 100 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Und diese Drohne kann verdammt hoch fliegen, was wir natürlich diesen Motoren hier verdanken. Und es ist das Q500 4K-Modell. Und ich würde sagen, wir fliegen das Teil jetzt mal. Nein, jetzt aber mal ehrlich. Okay, ernsthaft, jetzt geht's los. Ich finde diesen Koffer wirklich extrem praktisch und ich finde ihn einfach auch sau cool. Alles ist an seinem Ort, man kann alles ganz leicht zusammenbauen, dachte ich, weil so leicht ist es nicht. Es hat nämlich gedauert ziemlich lange und es wurde immer dunkler und noch etwas länger, aber dann hat's geklappt. Ich weiß, ich bin noch nicht der beste Pilot, was diese Drohne angeht. Meine ersten Versuche waren wirklich nur hochfliegen, leicht links, rechts, schnell wieder landen. Einfach weil ich mir noch nicht ganz sicher war, wie ich dieses Teil hier fliegen soll. Aber das ging wahnsinnig schnell ins Blut über und ich muss wirklich sagen, das Teil ist benutzerfreundlich. Weil es so spät ankam, konnte ich sie nur in der Nacht fliegen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal Tag, auch wenn es etwas neblig ist am Tag, und fliegen diese Drohne zum ersten Mal. Und ja, die ist so nass wegen dem Nebel. Aber es hat trotzdem geklappt. Und das finde ich persönlich ziemlich cool. Also viel Spaß mit den Aufnahmen. Falls ihr jetzt denkt, okay, das ist über den Wolken. Nein, es ist über dem Nebel. Aber es sieht tatsächlich ziemlich cool aus, wenn ihr mich fragt. Die Benutzung ist wirklich super intuitiv. Dieses Ding ist so einfach zu fliegen. Und über das Display weiß man eben auch immer genau, wo man ist. Und diese ganzen smarten Funktionen. Ich muss wirklich sagen, das Gesamtpaket, das man hier bekommt, ist gigantisch. Und ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl, was diese Drohne angeht. Und ich würde sagen, kann man sie kaufen, kann man sie nicht kaufen? Das klären wir im Review. Das seht ihr natürlich bald auf meinem Kanal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.